Hallo Leute, ihr habt euch bestimmt gefragt, wo ist er denn, derjenige? Nicht mal in Fortnite heute online? Ja, ihr wisst ja erst um 19 Uhr. Ja Leute, ich war privat unterwegs, wie ihr seht, bin ich hier noch draußen. Ja, und da steht noch mein Fahrrad, wie ihr seht. Sagen wir so, mein Ein und Alles. Ne? Man sagt ja auch Drahtesel zu. Aber es ist ein schönes Fahrrad, was ich habe und ich bin auch zufrieden mit. Ja, Leute. Und hier geht's jetzt mal rund und wir bringen das Fahrrad mal in den Keller, dass es nicht wegkommt. Ja, Leute, so ist das. War eine Runde Fahrradfahren. Mal mit, wie immer, mit meinen Eltern. Hab ja keine Partnerin, die mit mir fährt. Kann ja noch irgendwann kommen. Briefkasten brauche ich jetzt nicht ausleeren. Machen wir später. Wenn wir das Fahrrad weggebracht haben. Leute. Also bringen wir es mal runter. Ja. Irgendwie mit euch. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie mit euch. Ja, Leute. Da bin ich wieder. Das Fahrrad ist unten geschleppt. Und dann gucken wir, dass wir mal in den Keller reinkommen, ne? Alles hier verschlossen wie Fort Knox. Ja, Leute, und das ist jetzt unser Keller hier. Und dann bringe ich das Fahrrad mal weg. Ja, Leute. Ich muss auch mal unterwegs sein und weg von zu Hause sein. Raus aus meinen vier Wänden. Ich kann auch nicht immer nur in der Bude hocken. Erstens ist schönes Wetter. Wir haben jetzt ungefähr eine 10 Kilo bis 11 Kilometer Radtour gemacht. Und war schön alles zu sehen. Den Mittellandkanal zu sehen. Der fließt ja bei uns da hinten lang. Also es sind so, ja, knapp, um zur Brücke zu kommen, 3 bis 4 Kilometer. Und ja, jetzt sind wir eine große Runde gefahren, sind insgesamt 11 Kilometer gefahren. Jetzt kriege ich hier gerade meinen Keller nicht offen, weil ich ja nur mit einer Hand manövrieren kann, dass ihr mich noch seht, weil sonst würde das ja nie auf dem Boden liegen. Und ich kriege gerade mein Schloss nicht auf, weil ich glaube, den falschen Schlüssel nehme. Das ist, wenn man zu viele Schlüssel am Schlüsselbund hat. Von was weiß ich alles. Ja, ich glaube, ein Schlüssel ist auch noch von meinem Anhänger, der eigentlich ja nicht bei mir zu Hause im Moment ist. Der ist im Moment, wo meine Tochter ist, bei ihrer Mutter. Und ja, ich sage mal so, wir haben langsam wieder ein freundschaftliches Verhältnis. Und nein, zusammen sind wir nicht, aber freundschaftlich. Es klappt alles, auch jetzt hier in der Corona-Zeit, was alle für alle im Moment sehr schwierig ist. Ne? Und naja, mal gucken, wann sich das alles so ein bisschen beruhigt oder die Politik sich da mal wieder gemeldet hat. Ja, die Radtour, muss ich sagen, war wieder sehr schön, sehr entspannt. Naja, gut, ich habe meine Eltern so ein bisschen geschockt. Das muss immer so ein bisschen sein. Und ja, Leute, auch wenn ich jetzt die Kamera so ein bisschen weghalte, ich muss mal mein Fahrrad reinbringen. Ja, Leute, hier steht eigentlich der Karton vom PC immer noch. Noch nie weggeschmissen. Das ist von dem einen, also nicht von meinem. Ich glaube, meiner steht da, nee, das ist der Drucker. Meiner steht, weiß ich gar nicht, wo mein anderer Karton steht, von meinem PC, den ich nutze, schon seit 5 Jahren. Ich glaube, den Karton habe ich sogar schon entsorgt. Und ja, Leute, ich bin noch mega gehypt von euch, dass ihr mich so fett abonniert habt, was kostenlos für euch ist und auch kostenlos bleibt, das Abonnieren. Und ja, ich würde mich freuen, natürlich, wenn es mehr wird, irgendwann mal. Jetzt gucken wir mal, wie das mit dem Schloss da ist. Ist das überhaupt der richtige Schlüssel? Ja, ist er. Und ja, wir versuchen das jetzt hier erstmal zuzukriegen. Das ist doch nicht der richtige Schlüssel. Oh, ich komme da jetzt nicht rein.
Na, ich leg euch doch mal runter. Doch wieder den falschen Schlüssel genommen. So ist das, Leute. Ja, Leute, so ist das, wenn man den falschen Schlüssel nimmt, ne? So. Dann nehme ich das Handy mal wieder. Und ja, wenn ich jetzt hier auf Stopp drücken würde, würde mein Handy sich ganz verabreden, weil hier ist keine Internetverbindung. Also, ja. Lasse ich das Stopp drücken noch und, ja, kommt damit nach oben erstmal. Wieder in die Wohnung rein. Erst geht's in den Fahrstuhl. Weil Treppen laufen, nee, ist jetzt nicht. Achso, wir müssen ja auch noch was mitnehmen. Sonst setze ich meinen Briefkasten ja nie raus. Naja, Post ist nicht drin, die hatte ich schon rausgenommen. Ich habe nur bis jetzt immer die Zeitung drin gelassen. Aber die hole ich jetzt auch noch raus. Achso, ich wünsche euch noch weiterhin frohe Ostern. Und ich hoffe, dass wir... Ja, seht ihr, sogar die Osterdinger sind hier schon wieder. Haben sie auch schon wieder aufgehangen. Jetzt haut mein Fahrstuhl wieder ab. Oder auch nicht. Da habe ich ja Glück gehabt. Ja, Leute, jetzt bin ich in unserem Fahrstuhl. Und jetzt geht's nach Hause. Er ist mit Spiegel verzerrt. Ja, da seht ihr es. Und auch mit einer versteckten Kamera. Ja gut, den Text könnt ihr jetzt nicht unbedingt lesen. Da steht hier, diese Kabine wird zu ihrer Sicherheit per Video überwacht. Macht mir gar nichts. Soll so sein für die Sicherheit. Also mal sehen. Ja Leute, ich habe heute das erste Mal, wo ich meine Tür aufgemacht habe, wo ich das erste Mal runtergegangen bin, habe ich sogar was bekommen. Da hätte ich nicht mit gerechnet, Leute. Auch bei mir war wohl doch, ja, ich sag mal so, jetzt bin ich zu Hause, war wohl doch der, ja, wie soll ich sagen, ja, dieser Hoppelhase war da. Ich kann es euch ja mal zeigen. Ich zeig's euch mal auf den Tisch, das ist besser. Da kriegen wir das besser hin. Ich stell das mal aufs Sofa und dann versuche ich es euch zu zeigen. Ja, das war so gesehen an meiner Tür. Die Grüße gehen natürlich raus an die, die mir das geschenkt haben. Dankeschön, vielen lieben Dank. Ich und ja, da ist er schon wieder. Dankeschön fürs ins Video wieder reinzuplatzen. Das kannst du gut. Macht aber nichts. Macht gar nichts. Ich war auch jetzt hier mit dem Video fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es. Wie ihr gesehen habt, dass ich mein Fahrrad in den Keller gebracht bin. Ich bin wieder zu Hause. Ich werde aber jetzt gleich noch kurz nochmal worüber gehen, Tupperdosen wegbringen. Und dann sehen wir uns heute Abend beim Abo zocken. Bis dann, macht's gut. Und bleibt gesund. Ich bin jetzt kaputt und ruhe mich noch eine Runde aus, wenn ich drüben war. Bis dann. Ciao, ciao.